Es muss ein großes Spektakel gewesen sein, vor gut 120 Jahren in Ingolstadt, als die Pferdebahn in Ingolstadt in Betrieb genommen wurde, und zwar am 10. November 1878. 43 Jahre lang verband sie den Zentralbahnhof, den heutigen Hauptbahnhof, mit dem Stadtzentrum. Sie war überaus populär und bald sangen die Ingolstädter Lausbuben. Als sie ihren Betrieb aufnahm, war sie die erste Pferdestraßenbahn des damaligen Deutschen Reiches, die in einer Kleinstadt verkehrte. Ingolstadt hatte 14.000 Einwohner, ein Drittel davon Militärs. Erstaunlich betrachtet man die Ausdehnung der Stadt damals von jeweils einem Kilometer in Nord-Süd und einem Kilometer in Ost-West-Richtung. Aber der neue Bahnhof lag 3 Kilometer vom Zentrum entfernt. Und vom Bahnhof zur Stadt über flaches Feld wollte man die Gäste des neuen Verkehrsmittels Bahn nicht laufen lassen. Auch wenn es mit der Pferdebahn zwar bequemer, aber nicht unbedingt schneller ging, wie der Vers eines Unbekannten beweist. Kommt man in Ingolstadt an, so geht's zur Pferdebahn. Und nur wenn's recht pressiert, dann wird's fußmarschiert. Ingolstadt hatte erst spät an das Eisenbahnnetz im Königreich Bayern Anschluss gefunden. Der erste Zug von München nach Ingolstadt verkehrte am 14. November 1867. Die ersten Bahnreisenden mussten mit einer Bretterbude, 500 Meter nördlich des heutigen Hauptbahnhofs, Vorlieb nehmen. Als am 12. April 1868 die Strecke Ingolstadt-Treuchtlingen den Betrieb aufnahm, wurde nördlich der Donau der Lokalbahnhof errichtet, der heutige Nordbahnhof, in dem alle Schnell- und Kurierzüge hielten. Über die Lage des Zentralbahnhofs war man sich nicht einig. Das sprachen Kommunalpolitiker, Techniker, Bahnbehörden und vor allem die Militärs ein Wort mit. Schließlich gab es 7 Pläne. Man einigte sich auf den Zentralbahnhof. Kommt man zu Ingolstadt an, traf man ursprünglich auf die Fiaker des Kutschers Otto Förster. Seine Pferde-Omnibus-Verbindung genügte anfangs voll auf. Als sich die Bayern aber an das neue Verkehrsmittel Eisenbahn gewöhnten, war der Pferde-Omnibus den Anforderungen nicht mehr gewachsen. Die Ingolstädter Zeitung berichtete ab 1876 wiederholt von Reisenden, die ihren Zug verpasst haben, weil der Pferdeomnibus wieder einmal überfüllt war oder wegen widrigen Wetters. Gestern abends warf der hiesige Stadtomnibus in der Nähe des Bahnhofes infolge des Glatteises um. Glücklicherweise wurde aus seinem Herrn, welcher durch Glassplitter an der Hand leicht verwundet wurde, niemand beschädigt. Was tat der Magistrat? Er erkundigte sich in München. Dort hatte man mit dem Pferdebahnunternehmer Eduard Ottlet aus Brüssel einen Vertrag. Alles lief zur Zufriedenheit. Das Risiko des Baus und Betriebes einer Pferdebahn auf sich zu nehmen, aber war der Ingolstädter Stadtmagistrat nicht bereit. Gesucht war ein Unternehmer. In der Person des Zivilingenieurs Hermann Reuß fand man schließlich den Gesuchten. Am 24. September 1878 unterzeichnete König Ludwig II. Die Konzession. Schon einen Tag später begann die Schienenverlegung. Die Ingolstädter Zeitung schrieb am 26. Oktober: Rüstig schreitet der Bau unserer Pferdebahn vorwärts, sodass dieselbe in kürzester Zeit dem Verkehr übergeben werden kann. Ingolstadt wird alsdann wohl die kleinste Stadt Europas sein, die sich einer Tramweihe erfreut. Gestern sind bereits die Salonwagen eingetroffen, die in Bezug auf Schönheit, Eleganz und komfortable Einrichtungen nichts zu wünschen übrig lassen.
Am 10. November 1878 vormittags 11 Uhr fuhren vom Unternehmer Reuß eingeladen die Spitzen der Behörden in drei Waggons vom Poppenbräu zum Bahnhof, wo selbst ein kleines Déjeuner eingenommen wurde. Am Nachmittag war die Bahn bereits für die Allgemeinheit freigegeben. Groß war die Freude über das neue Verkehrsmittel und jeder wollte es sehen oder noch besser, wenn er es sich leisten konnte, eine Fahrt damit unternehmen. Die Fahrt kostete 10 Pfennig. 700 fuhren am ersten Nachmittag mit. Etwas Sensationelles hatten die Ingolstädter da in ihrer Stadt. Drei Tage später warnte die Ingolstädter Zeitung. Das ungewohnte Schauspiel der Tramweihe lockt die Jugend in einer so zahlreichen Weise an, dass bis jetzt nur durch große Aufmerksamkeit der Tramweihkutscher Unglücksfälle verhindert wurden. Wir machen deshalb die Eltern aufmerksam, ihren Kindern, das Umschwärmen der Waggons und das Hinstehen zwischen die Gleise ernstlich zu untersagen. Auch die Herren Schulvorstände und Lehrer können in dieser Beziehung durch ein Verbot viel nützen. In Ingolstadt ist zünftig, da gibt's eine Pferdebahn. Eine der schwierigsten Stellen der ganzen Bahn ist der Schliffelmarkt, wo hier und da an sich ganz ungefährliche Entgleisungen vorkommen. Da eine Gaul, der zirkt nicht, da andere ist lang. Aber gerade hier steht oft eine solche Menschenmenge, dass die an und für sich wohl frommen Pferde noch mehr schrecken, der Waggon ausspringen und schließlich auch einmal einem der recht nahestehenden großen oder kleinen Gaffer über die Füße gehen kann. Für den Personenverkehr lag die Endhaltestelle in der Stadt bei Münster am Poppenbräu. Von hier aus fuhr man an den Haltestellen bei den Gasthöfen Adler und Bären zum Schliffelmarkt. Bog dann nach Süden in die Moritzstraße ein, wo sich am heutigen Rathausplatz die nächste Haltestelle Gouvernementsplatz befand. Dann fuhr die Tramway durch die Donaustraße mit den Haltestellen Gaststätte Kritscher und Ausweiche Donaubrücke und musste da die 2,7%ige Steigung zur Donaubrücke hinauf bezwingen. Befanden sich in einem Wagen mehr Fahrgäste als Sitzplätze vorhanden waren, mussten sie hier aussteigen und zu Fuß bis zur Donaubrücke gehen. Heute, das geht nicht mehr, ihr müsst schirmen. Die erste Klasse bleibt rum und das Volk, das schirbt. Auf geht's! Waren die Schienen allerdings nass, glitschig oder gar vereist, mussten sie oft selbst Hand anlegen und den Wagen die Brücke hinaufschieben helfen. Auch am südlichen Donauufer war eine Ausweiche. Dann kamen die Haltestellen Bonschab, die Querung der Bahnlinie Treuchtlingen, Bichler und schließlich Zentralbahnhof. Ortspolizeiliche Vorschriften über den Betrieb der Pferdebahn. Während der Fahrt darf nur an der hinteren Plattform ein- und ausgestiegen werden. Das Tabakrauchen im Inneren des Waggons ist verboten. Das Lärmen und Singen der Fahrgäste ist untersagt. Außer solchen Personen, welche betrunken sind oder die Mitreisenden durch abstoßende Krankheitserscheinungen
oder unreinliches Äußeres belästigen würden, darf der Kondukteur keinem die Mitfahrt verweigern. Die Fahrtzeit bis zur Endstation betrug 25 Minuten. Es war Schwerstarbeit für die Pferde. Die Tiere mussten die über 3 Kilometer lange Strecke in leichtem Trab zurücklegen und das fast zur Hälfte auf Großsteinpflaster. Wie sehr die stark knochigen Vierbeiner der Tramway beansprucht wurden, geht wohl am besten aus der Tatsache hervor, dass bis 1921 fast 2000 Pferde verbraucht wurden. Nicht selten kam es vor, dass eines der Rösser übermütig wurde und mit seinen Kapriolen den Tramwagen aus dem Geleise riss. Da eine Gaul, der zerrt nicht, der andere ist lang. Der Kutscher, der ist buckel, der radelt, der ist an krumm. Und alle 5 Minuten fäust Ramm an Wagerl um. Passiert ist dabei meist nicht viel. Die Fahrgäste aber mussten die Fahrt unterbrechen und in gemeinsamer Anstrengung den schweren Wagen auf die Schienen wuchten. Zum Transport der Passagiere standen 8 geschlossene Salonwagen und 5 offene Sommerwagen zur Verfügung. Die Salonwagen, 5,80 Meter lang und knapp 2 Meter breit, hatten 3 große Fenster auf jeder Seite und ein Tonnendach. Auf den hölzernen Längsbänken boten sie für 10 Reisende Sitz und im Wageninneren und auf der Plattform 18 Stehplätze. Die Sommerwagen hatten 40 Sitzplätze auf 10 Querbänken. Zum Fahrscheinverkauf musste der Kondukteur am seitlichen Trittbrett entlang gehen. Bei der Betriebsaufnahme kam das Unternehmen mit 13 Mann Personal aus. 2 Kontrolleure, 3 Kondukteure, 4 Kutscher, ein Futtermeister, ein Stallbursche und 2 Mann Büropersonal. Ein Schaffner durfte mit einem Jahresgehalt von 500 Mark rechnen. Später wurden, wegen des starken Verkehrsaufkommens, weitere Kutscher und Kondukteure eingestellt. Zwischen 1908 und 1914 taten 19 Mann Dienst. Mit Ausnahme der Kriegsjahre dürfte diese Zahl bis 1921 gleich geblieben sein. In den Jahren bis 1900 wurden durchschnittlich 200.000 Fahrgäste befördert. Hinzu kam der Güterverkehr, sodass immerhin, grob geschätzt, 100.000 Reichsmark in die Taschen des Unternehmers flossen, der die Stadt mit 0,5% an den Bruttoeinnahmen beteiligte. Das Geschäft mit der Tramway florierte. Reuss plante daher die Einführung des Dampfbetriebes der Tramway in Form der Krausschen Dampfstraßenbahnlokomotive. Ingolstadt wäre damit die erste Stadt in Süddeutschland gewesen, die sich an dieses System herangewagt hätte. So etwas gab es bislang nur in Kassel, Berlin und Straßburg. Reuss ging davon aus, dass eine Einführung in Ingolstadt auch andere Städte zur Nachahmung verleiten würde und die Firma daher den Probebetrieb auf eigene Rechnung finanzieren würde. Alle behördlichen Genehmigungen lagen vor. Aber die Firma Kraus lehnte eine solche Vorleistung ab. Nach dem Tod des Unternehmers Reuss 1887 wurde die Firma zunächst von seiner Witwe Carolina weitergeführt. 1897 übernahm der Sohn, der Tondichter und spätere Professor an der Akademie für Tonkunst und Musik in München, August Reuss, die Leitung des Pferdebahnbetriebes, ließ sich aber in Ingolstadt von einem Prokuristen vertreten. Der Verkehr nahm stetig zu und die Pferdebahn war einfach zu langsam. Professor Reuss zog einen Betrieb mit Benzinmotorwagen oder mit elektrischer Kraft in Betracht. Auf seine Einladung kam der berühmte Oskar von Miller nach Ingolstadt. Der lobte die Pferdebahn. Eine Elektrifizierung aber würde den Betrieb beschleunigen. Die aber sei ohne finanzielle Unterstützung der Stadt nicht möglich. Nach langen Verhandlungen kündigte die Stadt dem Unternehmer Reuss und beschloss, auf eigene Verantwortung eine elektrische einzuführen.
Schienen und Kupferdraht waren schon angeschafft. Zum 1. Oktober 1914 sollte der Fahrbetrieb aufgenommen werden. Der Umbau im Bereich der Donaubrücke sollte gerade beginnen, da brach der Erste Weltkrieg aus. Man beließ es bei der Pferdebahn. Harte Zeiten brachen an. Die Männer gingen an die Front. Die Frauen übernahmen die Arbeiten der Männer. Bei der Tramway wurden Schaffnerinnen eingestellt. Zugpferde wurden rar. Das Futter war kaum noch zu beschaffen. Ausbesserungsarbeiten scheiterten am fehlenden Material. Ab 1917 wurden die Bürger mit der Pferdebahnbeförderung immer unzufriedener. Die Bürgervereinigung Ingolstadt e.V. entstand. Am 4. Dezember 1917 wurde beschlossen: Der Pferdebahnbetrieb in seiner jetzigen Form ist unhaltbar. Der Dampfbetrieb kann nicht in Frage kommen. Der Bau einer elektrischen Straßenbahn ist unaufschiebbar. Das Ansehen und die finanziellen Interessen der Stadt erfordern dies unbedingt. Unter dem Druck der Bürgerinitiative suchte der Magistrat nach Verbesserungen. Eine Omnibuslinie, zusätzlich zur Pferdebahn, wurde zum Hauptbahnhof errichtet. Die Linie wurde vom Ingolstädter Zehetmeier mit einem Autobus der Gaggenauer Werke betrieben. Viele Reisende benutzten jetzt lieber den neuzeitlichen Reisebus. So wurde die alte Pferdebahn immer mehr ins Abseits gedrängt und war letztlich nur mehr ein geduldetes Übel. Nach langen, mühseligen Verhandlungen erwarb die Stadt 1919 die Pferdebahn von August Reuß zum Preis von 170.000 Mark. Reparaturen und laufender Betrieb belasteten fortan das Stadtsäckel schwer. 1920 musste die Stadt täglich 300 Mark zuschießen. Eine Kommission wurde eingesetzt. Sie kam zu dem Schluss: Der jetzige Betrieb der Pferdebahn kann nicht fortgeführt werden. Beim Verkauf des Pferdebahnmaterials kann die Stadt jetzt noch ohne Kosten die Sache liquidieren, das entstandene Defizit abdecken und behält noch dazu wertvolle Immobilien, nämlich das Reuß-Anwesen. Eine elektrische Straßenbahn wäre zweifellos das beste Verkehrsmittel, aber ihre Errichtung würde derzeit etwa 3 Millionen Mark kosten. Als bester Ersatz ist daher ein Omnibusbetrieb geeignet. Am 10. Februar 1921 schrieb die Ingolstädter Zeitung zur anstehenden Stadtratssitzung: Es soll also am Freitag endgültig entschieden werden, wie sich in Zukunft der Verkehr zwischen Stadt und Hauptbahnhof gestalten wird. Hoffentlich wird diesmal der Stadtrat eine ganze Arbeit machen und eine Verbindung schaffen, die unserer Stadt würdig ist und auf den ankommenden Reisenden nicht schon von vornherein einen schlechten Eindruck macht, wie dies bei der Pferdebahn unbestreitbar der Fall ist. Der Stadtrat entschied sich für den Omnibusbetrieb. Als er 1919 eingeführt wurde, hatte er nur ein Provisorium, bis zum Bau einer elektrischen Straßenbahn sein sollen. Jetzt bewährte er sich so gut, dass die Elektrifizierungspläne 1927 endgültig ad acta gelegt wurden. Den Zuschlag erhielt die Firma Diem, die drei neue 3-Tonnen-Wagen der Büssing-Werke und zwei Anhängerwagen in Dienst stellte. Am 3. März verkehrte die Ingolstädter Tramway zum letzten Mal. Am Zentralbahnhof stellten sich die Stadthonoratioren zum Abschiedsfoto. Wie damals, als die Pferdebahn eingeweiht worden war und Hermann Reuß die Stadtväter zum Déjeuner am Bahnhof eingeladen hatte, feierten die Honoratioren nun die neue Zeit im Wittelsbacher Hof mit einem Frühschoppen. Der Bürgermeister der Stadt, Dr. Gruber, würdigte dabei die Pferdebahn. Als damals im Jahre 1878 die Stadt Ingolstadt als eine der ersten bayerischen Städte im engen Anschluss an die Verhältnisse der Großstädte eine Pferdebahn sich schuf, so galt dies für die damaligen Zeiten als ein völlig modernes Verkehrsmittel. Erst im Laufe der Zeit brachte die moderne Technik einen Wechsel, wenn auch für so viele unsere Pferdebahn Anlass zu beißendem Spott war, so schulden wir doch, wenn wir gerecht denken wollen, auch diesem Verkehrsmittel allen Dank, das uns so lange Zeit gedient hat. In Ingolstadt war's zünftig
da gab's ein Pferdebahn. Der eine Gaul, der zog nicht, der andere war lang. Der Kutscher, der war buckelt, die Radl, die waren krumm. Und alle 5 Minuten flog sein Bahnwagen um. Die Ingolstädter Zeitung schrieb: Am Donnerstag, den 3. März, findet die Eröffnung des Auto-Omnibus-Verkehrs durch die Verkehrsgesellschaft Ingolstadt GmbH statt. Die Eröffnungsfahrt, zu welcher der Stadtrat und die Vertreter der Presse geladen sind, erfolgt am genannten Tage vormittags, 10 Uhr, vom Hauptportale des Rathauses aus. Die Zeitung berichtete auch von der Zufriedenheit der Leute. Über die Einführung eines solch zweckmäßigen und schönen Verkehrsmittels, wie es die 3 Autobusse in den altgewohnten bayerischen Farben und mit dem Stadtwappen, dem blauen Panther geschmückt, auch sonst gefällig aussehend darstellen. Der Verkehr von der Stadt zum Hauptbahnhof wurde fortan halbstündlich von 4.25 Uhr morgens bis 11.05 Uhr abends durchgeführt. Die Einzelfahrt kostete 1,50 Mark. Die große bayerische Poetin Marie-Louise Fleißer parodierte das alte Lied von der Pferdebahn in ihrem Drama Pioniere in Ingolstadt. In Ingolstadt ist zünftig, jetzt haben sie einen Autobus, wenn man zur Stadt noch immer die halbe Stunde muss. Die jetzt im Eigentum der Stadt befindlichen Anlagen der Pferdebahn wurden veräußert, die Pferde- und Tramwagen an den Meistbietenden versteigert. Einer der Wagen wurde von seinem Besitzer mit einem Ochsengespann abgeschleppt. Die Pferdebahn geriet in Vergessenheit. Aber nach über 70 Jahren ist ein Wagen wieder aufgetaucht. Seine neuen Besitzer hatten ihn zu einem Bienenhaus umfunktioniert. Die Ingolstädter Verkehrsgesellschaft hat ihn restaurieren lassen, mit Gummireifen allerdings, denn die Schienen sind längst aus Ingolstadt verschwunden. Und wenn er heute bei besonderen Anlässen verkehrt, erinnern sich viele Ingolstädter gern an den alten Spruch. In Ingolstadt ist zünftig, da gibt's eine Pferdebahn. Da eine Gaul, der zählt nicht, der andere ist lang. Der Kutscher, der ist buckel, der Radl, der ist ein Krumm. Und alle 5 Minuten fährt's Rambahnwagerl um. Kommt man in Ingolstadt an, so geht's zur Pferdebahn. Und nur wenn's recht pressiert, dann wird's fußmarschiert. In Ingolstadt ist zünftig, jetzt haben's ein Autobus, weil man zur Stadt noch immer die halbe Stunde muss.